Nehmen Sie mal an, Sie arbeiten als Haschischhändler. Es gibt ja Leute, die glauben, Haschisch wäre legalisiert. Seit dem berühmten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Genauso wie es Leute gibt, die glauben, man dürfe keine Kreuze mehr aufhängen. Dabei steht in dem Urteil nur drin, natürlich dürfen Sie weiter Kreuze aufhängen. Sie dürfen mich nur nicht zwingen, eins anzugucken. Was anderes steht da nicht drin. Und Haschisch ist immer noch verboten. Lassen Sie sich nichts erzählen. Das Interessante an dem Urteil war nämlich nur, warum Haschisch immer noch verboten ist. Denn in dem Urteil steht ja nur drin, dass man bei Eigenbedarf und kleinen Mengen von einer Strafe absehen kann. Sie können sich aber nicht darauf berufen. Es wird irgendwann so sein, dass Sie kleine Mengen Haschisch besitzen dürfen. Aber Sie dürfen es zum Beispiel nicht kaufen. Sie dürfen es nur haben. Ist schwierig, soll aber gehen. Interessant an dem Urteil war nur, warum Haschisch immer noch verboten ist. Denn die Klage war so. Die Klage hatte gesagt, Haschisch ist ein Rauschmittel, gar keine Frage. Davon kann man übrigens körperlich nicht abhängig werden. Das sagen nicht die Dealer, das sagen die Ärzte. Von reinem Haschisch können sie körperlich nicht abhängig werden. Alkohol ist auch ein Rauschmittel, davon sind Millionen Menschen glücklich abhängig bei uns. 50.000 krepieren fröhlich an Leberzirrhose jedes Jahr vom Saufen. Ein paar hundert besonders Glückliche werden vom Besoffenen plattgefahren auf der Straße. Das finden wir alles wunderbar. Die Klage fragte, warum ist Haschisch verboten, warum ist Alkohol erlaubt? Ich finde, das ist spontan gesehen eine verdammt gute Frage. Warum dürfen Sie mit dem Zeigefinger popeln, aber nicht mit dem kleinen Finger? Wo man doch den einen sogar noch leichter wieder rauskriegt. Also ich wüsste da keine vernünftige Antwort drauf, meine Damen und Herren. Aber zum Glück haben wir das Bundesverfassungsgericht. Die haben das ja studiert. Ja, zumindest den Alkohol, wie sich herausgestellt hat. Ich wäre da selber nicht drauf gekommen, ich gebe das zu. Aber im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes steht tatsächlich drin, meine Damen und Herren, ja, steht da, das wäre richtig. Ja, das wären beides Rauschmittel. Aber steht da, Alkohol trinke man ja nicht primär, um sich zu berauschen. Und da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber jetzt habe ich vor kurzem bei 20 Glas Bier nochmal in Ruhe darüber nachgedacht. Jetzt ist mir wieder klar geworden. Ne? Das stimmt, ich trinke Alkohol gar nicht, um mich zu berauschen. Ich trinke Alkohol ja wegen dem schönen dicken Kopf am nächsten Morgen. Und Haschisch macht einfach keinen dicken Kopf. Und deshalb bleibt Haschisch verboten und Alkohol bleibt erlaubt. Und als Dank für die Intelligenzleistung dieses Urteils ist der Chef der urteilssprechenden Kammer damals sofort zu unserem Bundespräsidenten gewählt worden. The best to the top. Prost, Herr Professor Herzog. Also, wenn Sie als Haschischhändler, oder waren Sie das jetzt, ich weiß nicht mehr. Wenn Sie als Haschischhändler arbeiten und Sie werden erwischt, wie Sie jemand 100 Gramm Haschisch verkaufen, sitzen Sie, wenn Sie Pech haben, 2 Jahre und 6 Monate Knast ab, ohne Bewährung. Höchstrichterliches Urteil in Hamburg. Ist dieselbe Strafe, die Sie kriegen, wenn Sie in Leverkusen als Grundschullehrer 62 Kinder sexuell missbrauchen. Wie man das auf 100 Gramm umrechnet, weiß ich jetzt auch nicht. 2 Jahre, 6 Monate für 100 Gramm Haschisch. Der Mann, der der Selleck das Messer in den Rücken gestochen hat, der ist auf Bewährung rausgekommen. Ja, die Richter hätten ihn gerne eingesperrt, war auch in Hamburg. Aber der hat der Selleck halt kein Haschisch verkauft. Hätte man ihm beweisen können, dass er ihr das Messer verkaufen wollte, dann hätte man ihn vielleicht, aber einfach reinstechen, das bringt nichts.